Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Transim World 4, der Dennis Spitters. Ich habe mit euch heute mal vor, ein kleines Erkundungsvideo zu machen. Ein kleines Experiment, das wurde sich ja in der Umfrage auch gewünscht, die ich in der Community gepostet habe vor ein paar Tagen. Und ich möchte einfach mal testen, wie weit kommen wir hier an dem Leipziger Bahnhof. Ich bin in Leipzig Nord gestartet und hier seht ihr schon ein paar kleine Lagerhallen, beziehungsweise auch eine große. Ich möchte mal gucken, ob wir den Leipziger Hauptbahnhof oberirdisch betreten können. Und ich habe das eigentlich schon an dem Leipziger Nordbahnhof aufgenommen. Leider gab es da ein paar Performance-Probleme und deswegen habe ich das Ganze nochmal gelöscht und bin ab hier gestartet. Die Aufnahme ab hier gestartet. Und ihr schaut einfach mal, wie weit wir kommen. Hier ist Schluss. Da komme ich auch nicht rüber. Dann laufen wir hier mal rüber. Und gucken einfach mal, wie weit uns das Spiel lässt. So, da ist so ein Generator. Machen können wir da leider nichts mit. Kann auch nicht in diese Richtung. Dort steht ein, ich glaube, ihr kennt das Auto. Ich würde jetzt mal sagen, ohne eine Marke zu nennen, aber ich glaube, ihr wisst, von welchem Fahrzeug ich rede. Jeder, der Autos kennt, weiß, was das für eine Marke ist. Wie gesagt, aussprechen werde ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann Werbung mache, deswegen lasse ich das. So. Laufen wir einfach mal ein bisschen an den. Wie gesagt, ich kam nicht auf die andere Seite des Gebäudes, deswegen laufe ich hier mal lang. So, dort steht auch ein, ja, ein Generator. Da komme ich aber leider auch nicht hin. Dort steht auch ein Fahrzeug. Sieht fast so aus wie dasselbe. Ich komme leider nicht dahin. Ihr seht, ich werde hier rüber geschoben, mehr oder weniger. Dann ist das halt so. Hier ist die Drehscheibe. Ich glaube, da habe ich schon mal ein Video von gemacht. Auch mit einer Drehscheibe komme ich aber leider in diesem Fall nicht hin. Also ich kann es gerne versuchen. Ich komme da leider nicht hin und kann sie auch nicht dementsprechend nicht bedienen. Also, was ich auch mache, ich komme da leider nicht hin. Egal, dann laufen wir einfach mal in diese Richtung weiter. Auch da komme ich nicht hin. Müssen wir hier wieder leicht über die Gleise laufen. Immer mit der Vorsicht, dass wir hier nicht überfahren werden. Weil wie gesagt, es sind aktive Gleise. So. Dort ist der Zugang zur Straße, den wir nicht nutzen können. So, wir können ja mal schauen, ob wir bis da hinten hinkommen. Oder ob wir wirklich hier gezwungen sind, den Weg in die Tiefe zu nehmen. Sieht fast so aus. Ich komme. Ich kann hier laufen. Aber ich komm nicht weiter nach links. Ich bin wahrscheinlich gleich gezwungen, hier runter zu gehen. Oder? Ah, das Spiel lässt mich doch weiterlaufen. Na, sehr schön. Überfährt den Zug. Jetzt aber keinen gesehen. Da vorne, ihr seht es, die S-Bahn davon fahren. So. Wir laufen einfach mal weiter geradeaus und schauen mal, wie weit wir kommen. So, da ist Schluss. Weiter kommen wir nicht. Egal, was ich tue. Hier wahrscheinlich auch nicht viel weiter gehen. Gucken, ob wir bis zu den Baggern kommen. Nein, hier ist Schluss. Hier ist noch so eine Art Baucontainer. Können wir leider nicht rein. Komme ich leider auch nicht weiter. Bis hier rum. Und mach was halt so herum. Wenn nicht von der einen Seite, dann halt von der anderen Seite. So, hier ist noch so ein, ja, so ein altes Gebäude. Kommen wir leider auch nicht hin. Und laufen mal in diese Richtung. Gucken wir mal, gleich bei hier kommen. Das sind noch so kleine, paar kleine Lagerhallen, wie ihr seht. Aber auch das hilft uns in diesem Fall nicht weiter. So, dann können wir ja mal hier runterlaufen. Drücken die Taste L, damit wir uns die Taschenlampe anmachen können. Damit wir überhaupt was sehen hier, einigermaßen. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Zug. Das wäre jetzt eher tödlich. Laufen wir hier so ein bisschen am Rand. Nicht so mitten auf die Gleise.
Dann schauen wir einfach mal, wo wir ankommen. Wahrscheinlich im Leipziger Hauptbahnhof Tief, würde ich jetzt einfach mal tippen. So, da vorne ist auf jeden Fall Licht. Das sieht gut aus. Warum komme ich denn jetzt nicht weiter? Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Bin ich falsch gelaufen? Ach Leute, das ist doch jetzt doof. Dann bin ich hier. Was ein Sprung. Ist der Leipziger Hauptbahnhof Tief? Hier mal so ein bisschen hochlaufen. Das ist auch Schicht am Schacht. Leute. Geht's auch nicht weiter. Also wir können nicht die Rolltreppe hoch. Das ist uns leider verwehrt. Den Fahrstuhl können wir auch nicht fahren. Was passiert denn, wenn wir hier? Da kommen wir wahrscheinlich eh nur zum Ausgang. Weil ja auch der Zug lang fährt. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Neben uns die Röhre. Ah ne, da kommt ein Doppelstockwagen. Schaut euch das an. Sieht natürlich geil aus. Den blauen Lichter von den Dostos. Wie gesagt, macht das bitte nicht nach in der Realität. Das ist erstens sau, sau gefährlich und zweitens auch zu Recht strafbar. Aber im Simulator ist natürlich alles möglich. Alles das, was das Spiel zulässt. So sind wir am Leipzig Markt angekommen. Ein bisschen die Treppe hoch, oder? In diesem Fall können wir das. Ach, da haben wir Verkehrskegel hinzugefügt. Ach, das ist doch auch mal schön. Haben wir das auch nebenbei erledigt, ja? Sehr schön. Wir kommen aber leider da nicht die Treppe hoch. Das ist uns leider verwehrt. Nun ja, können ja hier die Rolltreppe runterlaufen. Und dann würde ich sagen, war es das, weil wie gesagt, wir könnten jetzt noch ewig die Tunnel lang laufen, dann kommen wir an allen möglichen Stationen aus, die eh zu erreichen sind, was uns aber in dem Fall nicht weiterhilft. Deshalb würde ich sagen, war es das mit diesem Szenario, beziehungsweise mit diesem Video. Haben wir hier noch irgendwas hinzugefügt. Ja. Das ist doch einfach mal wunderschön, dass wir hier so ein bisschen den Bahnhof bedienen. Ausstatten, die hier vorher noch nicht vorhanden waren. Für das auch so nebenbei machen. Vielleicht noch irgendwas hinstellen? Nee. Ja, wie gesagt, das war es auf jeden Fall mit diesem Video und mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Das war die kleine Erkundungstour. Wir können den Leipziger Bahnhof leider nicht oberirdisch betreten. Das ist uns leider nicht vergönnt. Schade eigentlich, aber ja, so kann man das halt rauskriegen. Könnte jetzt hier noch, wie gesagt, durch die Tunnel laufen, aber das wird uns alles nichts bringen. Wie gesagt, wir nicht nach oben kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Macht's gut. Euer Dedenny spielt das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.